Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich möchte heute mal mit euch die Pre-Alpha-Demo, hier steht's, von Prehistoric Kingdom anspielen. Ist auch ein Dinosaurier-Park-Aufbauspiel. Verfolge ich schon etwas länger auf YouTube. Da sind auch sehr, sehr coole Videos auf deren Kanal schon gepostet worden. Ich verlinke den auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Und ja, die Pre-Alpha-Demo ist schon 2 Jahre alt oder so. Ich glaube, die ist schon ein bisschen älter. Also nehmt auf jeden Fall Rücksicht. Ich habe auch schon ganz kurz reingeschnuppert, nur um mir die Steuerung und so ein bisschen beizubringen. Aber ich möchte euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Ich dachte mir, wir spielen das jetzt zusammen einmal kurz an. Hier haben wir unsere Karte, das ist Mediterran Isle, also Spanien. Und da geben wir nochmal eben schnell einen Namen hier. Dundee Park. Und dann geht's hier schon los. Dann können wir schon mal einen ersten Eindruck von dem Spiel bekommen. Man sieht schon mal so ein bisschen, wie das Bauen funktioniert. Und die ersten Dinosaurier kann man ausbrüten, das ist schon ganz nice. Natürlich sind die ganzen neuen Animationen, die die schon entwickelt haben, die Entwickler und sowas und programmiert haben, sind natürlich alle hier noch nicht drin in der Pre-Alpha-Demo. Aber die kann man auf dem YouTube-Kanal sehen und die sehen schon echt cool aus. Hier oben haben wir erstmal eine Nachricht. Bla 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 bla, ja ja. Das interessiert uns nicht, der sagt uns hier irgendwas. Genau, und jetzt sind wir hier auf so einer Insel mit Palmen und Wasser und sowas. Sieht eigentlich ganz schick aus. Und hier können wir jetzt einfach anfangen mal zu bauen. Einen richtigen Parkeingang und so gibt es halt auch nicht. Man kann einfach random anfangen zu bauen. Wir könnten zum Beispiel hier, genau, wir können hier einen Weg auswählen. Hier gibt es ganz viele verschiedene ja, Bodenbelege. Und es ist halt so ein Kastensystem, wie ihr so schon seht. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal so ein kleines Stück. Oh, das ist jetzt einfach Sand, okay. Hier einen kleinen Sandweg bauen. Wie ist denn das, wenn ich den jetzt ersetzen will? Weil Sand wollte ich eigentlich jetzt nicht bauen. Ich glaube, ich mache Stein. Wir machen mal so einen roten Weg. Der hebt sich wahrscheinlich gut ab. Cool, kann ich einfach so rüberbauen. Ich würde fast sagen, dass wir einmal hier so ein etwas längere Gerade entlang ziehen. Weil hier will ich gleich mal ein paar Gehege bauen. Und dann schräg kann man auch bauen. Das ist ganz cool. Bauen wir mal so schräg. So. Die Wege werden auch automatisch abgerundet, wie ihr hier seht. Irgendwie habe ich zu breit gebaut oder ist das so? Ich glaube, ich muss hier noch eine Dreierbreite draus machen, ne? Damit das gut aussieht. Kann das sein? Ja. So sieht es ein bisschen besser aus. Zumindest mit den Schrägwegen. Obwohl die Breite auch nicht ganz hinkommt, ne? Ist ja auch egal. Wir bauen auf jeden Fall jetzt mal unser Erstgehege. Ihr seht ja hier schon, wir haben wirklich hier schon ziemlich viele Auswahlmöglichkeiten. Und das in der Pre-Alpha-Demo, also sehr, sehr nice. Das gleiche Spiel haben wir bei Zäunen. Da haben wir einmal Holzzäune, ganz viele. Dann haben wir hier Steinzäune. Und Metallzäune, ich würde sagen, unser erstes Gehege machen wir mal mit so einem Steinzaun. Ist ja krass, dass man so flache Zäune bauen kann, ne? Das finde ich schon ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ich mache mal diese hier. Die bauen wir mal hier direkt am Rand entlang. Vielleicht können wir ja mal so ein... Ich werde hier ja Pflanzenfresser reinmachen, also alles halb so wild. Wir machen mal hier so ein Guckloch rein. Mit diesen schmalen Zäunen oder kleinen Zäunen. Okay. Natürlich jetzt sehr gefährlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da gleich Pflanzenfresser ausbüchsen. Aber ist ja egal. Also, es geht jetzt ja erstmal hier nicht um Realismus der Gehege und sowas. Einfach nur ein bisschen, um auszuprobieren hier. So, das Gehege machen wir mal hier hinten so ein bisschen weiter. Das Bauen, das funktioniert schon ganz gut. Die Steuerung ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja bei jedem Spiel so. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich die Kamera mal schlecht führe oder so. Genau, jetzt haben wir unser erstes Gehege gebaut, ist sogar relativ groß. Und es gibt hier sogar einige Gestaltungsmöglichkeiten. Das haben wir einmal hier. Da haben wir einmal Habitation, da haben wir die Animal Nursery. Das heißt, hier können wir, das ist unsere Krankenstation sozusagen für Dinos. Hier können wir dann auch Dinos nachher ausbrüten. Die platziere ich mal einfach hier vorne hin. Genau. Und dann können wir gleich unseren ersten Dino ausbrüten. Aber erstmal wollen wir natürlich hier unser Gehege einrichten. Pflanzenfresser habe ich zuerst gesagt, ne? Dann machen wir da mal hier so ein Wasserbecken hier vorne am besten hin, damit die Dinos auch, und das sogar so ein bisschen abgesenkt, den Boden anheben und sowas, das kann man auch alles machen, das können wir auch gleich noch machen. Wasserbecken hier vorne, damit die auch da hinkommen, wo wir die haben wollen, die Dinos. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das drehen kann, wenn ich ehrlich bin. Oh, und wir wollen gleich Tag einstellen, es könnte sein, dass es gleich Nacht wird. Kann man auch irgendwie einstellen. Boah, ich finde gerade die Taste zum Drehen nicht. Egal, stellen wir den Futtertrog einfach hier hin, ungedreht. Und dann haben wir schon mal einen Futtertrog und so ein Wasserbecken. Tag-Nacht kann ich auch irgendwo einstellen. Wo war denn das noch?
Gameplay? Genau, das sind hier die Menüs. Kein Plan. So, wir können auch hier pausieren sogar. Dann ist das, hat sich das auch erledigt. So, gestalten wir mal ein bisschen das Gehege. Das ist eigentlich ganz cool geworden hier. Shelters, das sind Unterschlüpfe. Da können wir auf jeden Fall auch mal einen bauen. Da haben wir jetzt auch schon drei zur Verfügung. Einmal so einen kleinen Baumstamm. So einen dicken Felsen, wie ich jetzt hier baue. Den baue ich jetzt einfach mal hier hin. Ich kann nicht auch irgendwie alle drehen, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welche Taste das ist. Deswegen platzieren wir die einfach mal so, wie sie uns gegeben wurden. Und ja, dann haben wir noch natürlich einige andere Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, wir haben jetzt alle Punkte abgedeckt, ne? Hier Zäune, Gehege. Ah, Utility können wir gleich auch noch machen. Das ist aber jetzt gerade noch nicht wichtig. Genau, Wege sind wir durchgegangen. Und einmal Park-Scenery. Da können wir hier schon mal ein paar Lampen auf unsere Wege machen. Warum nicht? Machen wir doch mal. Wie kann man das denn drehen? Ich habe keine Ahnung. Egal, machen wir hier so zwei Lampen hin. In die Mitte des Weges. Das ist ein bisschen random, aber passt schon. Genau, Steine haben wir hier. Da können wir auch mal so ein paar Steine bauen. Da weiß ich sogar, wie das funktioniert. Das ist echt cool. Genau, ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Stein. Den kann ich hier hinmachen. Und jetzt kann ich den noch komplett drehen. Um alle Achsen. Ich kann das hier ändern. Kann den dann höher ziehen, schmaler ziehen, wie ich ihn gerne hätte, den Stein. Größer, kleiner machen kann ich auch. Und ich kann ihn natürlich auch in den Boden zum Beispiel reinmachen. Jetzt geht er sozusagen direkt von unserer Steinmauer sozusagen ab und bildet so eine kleine Mauer. Machen wir ihn noch ein bisschen raus, damit er nicht durchguckt. Und ihr seht, was ich meine. Das ist eigentlich echt cool, weil man kann alles individuell gestalten, wie man möchte. Ich kann jetzt hier den Stein dann nochmal drehen so ein bisschen. Man kann hier sogar so eine glatte Fläche und sowas. Also das ist echt schon sehr, sehr nice. Kann ich den auch natürlich größer machen, wie ich möchte. Kleiner machen, wie ich möchte. Bisschen verziehen und verzehren. Also da hat man schon echt viele, viele Möglichkeiten. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das würde ich gerne in jedem Aufbauspiel so haben. Und die Pre-Alpha-Demo, wenn die sowas schon kann, dann bin ich echt auf das Spiel gespannt, wenn es dann rauskommt. So, dann machen wir den Stein hier nochmal rein. Und wir können den einfach ganz klein machen, dann ist er nicht mehr so riesig. Kann man den noch ein bisschen Boden machen, können wir den hier nochmal drehen um seine eigene Achse, wie wir wollen. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Felsen. Das gleiche Prinzip funktioniert natürlich auch bei Bäumen. Hier haben wir zum Beispiel, oh, warum liegt die auf dem Kopf? Ich glaube, der hat die Drehung übernommen, oder? Ah, hier. Single Instance. Ja, weil ich hier, das Save the Coordinates anhatte. Also ein bisschen schräg ist gar nicht verkehrt. Die Palme können wir natürlich auch größer, kleiner machen, wie wir wollen. Wie ihr seht, also wir können ja auch eine riesige Palme hinmachen. Ist ganz cool. Dann können wir direkt hier eine kleine daneben platzieren. So. Und dann noch eine kleinere, wenn wir das wollen. Wir können die einfach noch winziger machen. Wir können die natürlich auch noch verziehen, schmaler, breiter machen, wie wir wollen. Also da hat man wirklich viele Möglichkeiten. Wir können die Position ändern, wir können sie in den Boden ein bisschen reinmachen. Ein bisschen so. Und schon haben wir hier so ein paar Palmen. Dann können wir noch einen Busch dazu machen. Den können wir natürlich auch in den Boden senken. Den können wir auch verkleinern, vergrößern, wie wir wollen. Also da hat man schon wirklich viele Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt so einen kleinen Baumstamm. Den machen wir mal ein bisschen größer. Machen wir noch so einen anderen Baum hin. Und schon haben wir hier so ein paar Bäume geschaffen. Und ich finde das echt cool, dass das so gut schon funktioniert. Also es macht echt Spaß. Ich denke, das Spiel hat sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen wollte ich da auch gerne nochmal mit euch gemeinsam reinschnuppern. Ich habe es mir einmal kurz für mich angeguckt, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja, wir haben ja auch noch so andere Lampen. Schauen wir mal, wie die aussehen. Da seht ihr. Also Deko-Objekte und so werden, denke ich mal, wenn das Spiel rauskommt, relativ viele vorhanden sein. Wir können jetzt ja mal unseren ersten Dino ausbrüten. Und da seht ihr jetzt schon, wir haben ja schon einige zur Auswahl. Einmal Allosaurus, Gallimimus, Tyrannosaurus, der ist auch so ein bisschen federhafter. Velociraptor, der ist auch, sieht auch komplett anders aus. Camarasaurus, Dryosaurus, Stegosaurus und Triceratops. Ich würde sagen, wir brüten mal einen Triceratops aus. Hier können wir auch etliche Sachen auswählen. Das Geschlecht zum Beispiel, die sehen dann auch anders aus. Wir machen mal ein Male. Hier haben wir sogar noch ein paar Skins, wie ihr seht. Können wir mal so ein Grün machen. Die Größe können wir auch komplett einstellen. Also man kann den wirklich zum Baby machen. Finde ich auch sehr cool. Wir brüten mal einen Papa aus. Hat das jetzt geklappt? Hallo? Hallo, Leute. Ich bin doof. Ich hatte das Spiel doch auf pausiert.
Das kann ja nicht klappen. Ja, das war mein Fehler. I'm sorry. So, ich habe jetzt ein Weibchen gemacht, mache jetzt noch ein Männchen in grün. Also ich kann jetzt hier einfach aufs Brüten klicken. Dann seht ihr, läuft das hier durch. Und jetzt habe ich hier ein Weibchen, ein Männchen. Und dann machen wir noch ein kleines Baby. So, dann machen wir einen ganz kleinen mit dem Copper-Skin. Breed. Und auch das klappt. Und dann können wir alle hier auswählen. Und jetzt können wir die platzieren. Machen wir die mal in ihr Gehege, was wir gerade gebaut haben. So, unser erster Dino. Unser zweiter Dino. Und unser Baby. Da sind sie. Guck mal, wie klein der ist. Na, du kleiner Pucci. Oh, wollte dich anklicken. Oh, der ist so klein, ich kriege ihn gar nicht angeklickt. Der ist ja auch egal. So, auf jeden Fall unsere ersten Dinos. Die fühlen sich jetzt hier wohl. Die Animationen und so sind natürlich jetzt hier noch nicht so nice. Aber ich finde, man sieht schon ganz cool, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich so ein bisschen vermisse, ist auf jeden Fall, dass man richtig Sachen abrunden kann. Also man hat ja so ein Kastensystem, kann auch schräg bauen und so, aber so richtig, zum Beispiel hier so einen richtigen runden Weg oder einen runden Zaun und so bauen, kann man halt nicht, nur eckig. Aber das funktioniert schon alles relativ gut, muss ich sagen. Wir können ja mal noch einen weiteren Dino da reinmachen. Wie komme ich denn hier zurück? So, da sind wir wieder in der Liste und wir können jetzt ja mal noch ein Stego zum Beispiel dazu machen. Da haben wir auch mehrere Skins, aber ihr könnt das gerne auch mal selber ausprobieren. Also diese Open Alpha ist auf jeden Fall kostenlos. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen rumprobieren, wenn ihr möchtet. Machen wir mal noch so einen kleinen dazu. Eine anderen Farbe. So, und dann brüten wir auch die beiden aus. Ich werde jetzt nicht alle ausbrüten. Ich mache jetzt hier noch so einen Kamara zum Beispiel dazu. Dann haben wir mal ein paar Pflanzenfresser im Gehege. Dann nehmen wir mal diesen Skin hier, meinetwegen. Brüten auch den aus. Und dann können wir die drei auch mal eben platzieren. Select all. Und dann placen wir die auch hier in diesem Gehege. Gehege ist wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen klein. Aber jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir noch zwei Stegos, ein Baby, einen großen und ein Kamarasaurus. Und damit ist unser erstes Pflanzenfressergehege schon mal fertig. Wenn ihr wollt, können wir nochmal eben schnell ein Fleischfressergehege gemeinsam machen. Da machen wir natürlich einen Metallzaun, der unter Strom steht. Machen wir einfach hier gegenüber einfach einen viereckigen Kasten, das sollte reichen. Ich denke, das Prinzip habt ihr verstanden. Genau, jetzt haben wir hier so ein Metall-Stromzaun gebaut. Machen hier natürlich auch einen Unterschlupf zum Beispiel rein. Wir können ja mal diesen großen... Oh ne, der ist zu groß. Wir machen mal so einen kleinen Baumstamm rein. Genau, das ist halt nur so ein Einerkästchen. Ja, vielleicht sollten wir beides machen. Wir machen auch noch den hier rein. Warum nicht? So, an den Rand. Jetzt haben wir so einen Baumstamm. Und nochmal so einen Steinunterschlupf. Dann brauchen wir natürlich einen Feeding-Trug. Da brauchen wir so einen Fleischtrug, wenn wir hier... Fleischdinos machen. Natürlich Wasser brauchen wir auch. Das machen wir mal daneben. Und Dekomöglichkeiten könnte man jetzt hier auch noch sich austoben, wie man will. Natürlich mit den gegebenen Möglichkeiten können wir hier so einen Baum machen. Einmal größer machen. Machen wir noch einen Baum daneben. Das geht auch echt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also das macht echt Spaß. Könnt ihr definitiv mal ausprobieren. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ist ein Steam-Link. Da könnt ihr es kostenlos runterladen. Also alles ganz entspannt. Funktioniert auch alles super. So, guck mal, jetzt können wir ganz viele Bäume hier machen und sowas. Die Landschaft, das kann ich euch nochmal eben zeigen. Die kann man natürlich auch anheben und sowas. Also hier gibt man auch jede Menge Tools. Hier kann man die Größe einstellen von dem Pinsel. Die Stärke, Rotation, was auch immer das heißt. Da kann man hier zum Beispiel hier das Land anheben und sowas. Eieiei, das ist jetzt schon sehr, sehr hoch. Aber ihr seht schon, was ich meine, ne? Also jetzt haben wir hier angehoben zum Beispiel. Dann kann ich hier überglätten. Und dann haben wir sozusagen einen Berg gebaut. Da könnt ihr euch gerne auch mal ein bisschen reinfuchsen. Das funktioniert auch schon ganz gut. Dann hat man hier auch so Klippen und sowas. Das ist sehr, sehr nice. Gefällt mir. Hier unten hat man dann auch noch irgendwelche ja, Sandböden und sowas. Also hier, wie heißen die Dinger denn? Textur. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ist aber jetzt gerade noch alles ausgegraut. Also scheint noch nicht zur Verfügung zu stehen hier in dieser Early Access Alpha Dingsbums. Wo ist denn jetzt mein Trinken hin? Echt. So, Trinken ist wieder da. Und da können wir auch mal einen Fleischfresser eben ausbrüten nochmal. Damit ihr das auch mal seht. So, wen machen wir denn da? Ich würde ja fast sagen, wir machen mal ein Alo. Hier gibt es auch ganz viele Skins. Könnt ihr euch gerne mal selber dann durchklicken, wenn ihr darauf Bock habt. Ich werde das mal alles so ein bisschen überfliegen jetzt hier. Machen wir noch so einen coolen gefederten T-Rex. Brüten wir auch mal aus. Was haben wir hier noch? So einen kleinen Raptor machen wir auch mal. Der hat auch viele Skins, drei Stück schon.
Sonst noch irgendwas? Nö, das soll uns erstmal reichen. Dann selecten wir die mal und platzieren die in unserem neuen Gehege. Das ist der Allo, das ist der Rex, das ist der Raptor. Also die Größenunterschiede sind schon mal, denke ich, ganz klar zu erkennen. Und ich glaube, die greifen sich sogar an, oder? Hatte den gerade tagged? Tatsächlich. Und er hat ihn umgebracht. Okay, der T-Rex hat auf jeden Fall schon mal das Gehege für sich beansprucht. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch den kleinen Velo zum Beispiel angreift. Oder isst ja sogar. Ach, das ist ja witzig. Also es sind schon einige Animationen vorhanden. Die sind natürlich alle noch sehr, sehr schlecht. Aber auf dem YouTube-Kanal sieht man schon sehr, sehr gute Animationen. Also ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Hier kann ich dann natürlich noch weiterbauen, wie ich möchte. Ja, das scheint ja auch noch nicht so nice zu funktionieren, der Übergang. Oder? Sieht irgendwie komisch aus. Ach, ist ja auch egal. Was wir noch vergessen haben, der letzte Punkt, den wir uns mal eben schnell gemeinsam angucken. Das soll halt wirklich nur so ein kleiner Einblick sein in das Spiel. Ihr könnt es gerne mal selber anspielen, wenn ihr möchtet. Hier kann man so Windräder zum Beispiel bauen, die sind auch riesig. Die sind, denke ich mal, einfach dafür da, um Strom zu generieren. Genau wie die Wasserpumpen, Entschuldigung. Die kann man hier zum Beispiel am Wasser platzieren. Und das ist, denke ich mal, dann Wasserenergie. Das ist Windenergie. Damit wird man dann später vermutlich seine Gehege und seinen Park versorgen mit Strom. Ist aber auch alles noch nicht in dieser Pre-Alpha-Demo eingebaut. Hier können wir noch so ein Fahrzeugdepot bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir die fahren können, die Dinger. Oh ja. Können wir tatsächlich. Wie cool. Okay, man kann sie auf jeden Fall schon mal fahren. Sieht jetzt natürlich auch alles noch nicht so nice aus. Aber für eine Pre-Alpha-Demo, die schon etwas älter ist, ist das schon echt cool, dass das alles funktioniert. Ich hoffe, dieser erste Eindruck von Prehistoric Kingdom hat euch gefallen. Wenn euch das Spiel interessiert, es ist auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung unten verlinkt, der YouTube-Kanal. Das Spiel an sich könnt ihr kostenlos die Demo probieren, auf jeden Fall mal. Und ich kann euch das Spiel nur ans Herzen legen. Ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, es dauert nicht mehr zu lange, bis das rauskommt, weil ich liebe solche Aufbauspiele. Und ein bisschen Konkurrenz zu Jurassic World Evolution ist natürlich gut. Das belebt das Geschäft. Und falls euch das Video gefallen hat, dieser kurze Einblick in das Spiel, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.